Hallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare. Ja, das Jahr 2017, es neigt sich dem Ende hinzu und da muss ich natürlich noch einmal das Ganze ein bisschen hier Revue passieren lassen und ein paar Danksagungen aussprechen. Ja, seit April mache ich diesen Kanal. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr im Kopf, seit dem wievielten April. Aber zu dem Thema gibt es ja nächstes Jahr im April, also April 2018, ein kleines Special dazu, ein Jahr Nuclear Nightmare. Aber jetzt erstmal zum Jahresabschluss. Vielen lieben Dank an all die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Sehr, sehr toll von euch. Vielen Dank für das positive und auch kritische Feedback, wenn es welches gab. Für jeden Daumen vielen lieben Dank. Das finde ich sehr toll. Schön, dass euch meine Videos gefallen haben, dass ihr mich abonniert. Und ja, momentan sind es 42 Leute. Vielen Dank auch an den David, dass ich seine Kamera die ganze Zeit benutzen darf. Vielen Dank. Echt saugut. Braucht man nicht mehr dazu zu sagen. Ihr seht ja die Qualität der Kameras einfach. Vielen Dank und vielen Dank für das Vertrauen, dass ich sie auch nicht zerstöre. Wie ihr seht, sie ist nicht zerstört worden. Ich filme alles damit. Auch mein Gameplay. Nächstes Jahr hoffentlich werde ich mir einen neuen Computer leisten können und eine gute Capture Card. Ich habe eine Capture Card gekauft, aber die ist leider der totale Schrott. Wenn ihr wollt, mache ich dazu mal ein Video, wie scheiße die ist. Es könnte lustig sein, dazu ein Video zu sehen. Ja, vielen Dank auch an die Frau Zimmi und an die Lisa. Schön, dass ich euch dieses Jahr mal ein bisschen kennenlernen durfte und euch mehrmals treffen durfte auf den Börsen und Retroflohmärkten und auf der Gamescom. Hey, ich war das erste Mal auf der Gamescom dieses Jahr. Seit Jahren habe ich mir das vorgenommen. Vielen lieben Dank. Es ist echt mal cool, Leute, die man sonst nur aus Videos oder Podcasts oder Artikeln kennt, die auch mal in echt zu sehen und mit denen zu reden. Ja, sau gut. Wenn ihr die mal trefft, versucht sie, sprecht sie an. Das sind sehr nette Leute, YouTuber oder Content Creator, beißen nicht. Ich beiße auch nicht, wenn ihr mich mal wo trefft, sagt hallo. Ich schwätze zwar viel, aber ja. Dann vielen Dank an die Langzeitabonnenten, vor allem die regelmäßig Kommentare hinterlassen, wie zum Beispiel die Laura oder die Steffi. Vielen, vielen Dank. Ja, finde ich echt total super von euch, dass ihr das so regelmäßig guckt. Ja, auch danke Claudi, dass du mich abonniert hast. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Wenn ich irgendwen vergesse, schreibt es mir in die Kommentare. Statt nur einen Daumen runter zu geben. Ja, habe ich den jetzt vergessen? Egal. Wenn nicht, wird es am Ende noch eingefügt, wen ich vergessen habe. Ja, genau. Vielen lieben Dank auch. Das ist übrigens auch nicht gesponsert, genauso wie das im Schnäppchen-Vlog war. Vielen lieben Dank an die Leute vom Saturn Gießen aus der Medienabteilung. Vielen Dank, lieber Thomas, lieber Tobias, liebe Julia, für euren guten Service, für das noch nachträgliche Besorgen der Legacy Edition von Metroid zum Beispiel. Das war ein ganz großes Highlight dieses Jahr. Der Release der Nintendo Switch war auch ein super Highlight für mich, die ganzen Games dafür. Meine Top-Games kommen noch im Nachhinein. Da machen wir ja noch ein eigenes Video noch dazu. Kommt da, das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt am 31. heute noch schaffe oder ob ihr das eher am 1. Januar angucken werdet. Aber da kann man auch immer noch die Top Games 2017 angucken, solange ich nicht erst im Februar veröffentliche. Ja, auch vielen lieben Dank an den LevisK fürs Abonnieren und Kommentieren und regelmäßig schauen und vielen Dank, liebes Collector-Couple, Mensch, ich klatsche die ganze Zeit nicht bescheuert. Vielen Dank für euren Support und auch schön, euch mal getroffen zu haben, zweimal sogar getroffen zu haben, auf der Retro-Börse in Hofheim und auf dem Retro-Flohmarkt. Echt super cool. Ach, auch vielen Dank, lieber Micha, dass du mich abonniert hast und dass du mich schaust. Auch schön, dich mal wieder auf dem Flohmarkt oder auf einer Retro-Börse zu treffen. Auch liebe Grüße gehen an den Rolf raus, auch wenn ich leider noch nicht in deinem Laden war, aber nächste Woche am 6. Januar, wollte ich auch nochmal erwähnen, wer Lust hat, ich bin wieder in beiden Kuschelmuschelläden und ich bin zum ersten Mal im Gründau Spieleck. Da werdet ihr auch ein Video drüber sehen, da zeige ich mal den Laden. Wurde ich darauf aufmerksam gemacht vom Rolf, der guckt gerne meine Videos, dem gehört der Laden, der macht den. Ja, da bin ich sehr gespannt, vor allem hat er viele Japan-Games. Stichwort Japan Games. Das gute Format Videogames aus aller Welt.
ist ja jetzt leider seit etwas über einer Woche ist es ja jetzt etwas still geworden, habe ich kein neues Video gemacht. Es ist nämlich leider das falsche Spiel angekommen. Ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es gibt eine vierteilige Reihe, Action-Spielreihe für das, darf ich das verraten? Das verrate ich, für das Super Nintendo. Das japanische Super Famicom hat dort vier Teile bekommen plus ein Puzzlespiel. Und wir haben leider nur Teil 1 bekommen. Teil 1 ist auch ein sehr gutes Spiel, ohne Frage. Aber Videogames aus aller Welt geht ja nicht um Spiele, die bei uns rausgekommen sind. Ja, und da habe ich den zweiten Teil, der soll der beste sein, habe ich schon mal bestellt und stattdessen Teil 4 bekommen. Kann man machen, Teil 4, ich hätte gerne alle. Geht, aber jetzt habe ich wieder Teil 2 bei einem anderen Händler bestellt und habe Teil 1 bekommen. Und das geht mal gar nicht, weil der ist bei uns rausgekommen, den habe ich auch auf der Virtual Console. Und den möchte ich euch zumindest nicht in der Rubrik zeigen. Und ich kriege von dem Händler jetzt Teil 2 im neuen Jahr nochmal auch zugeschickt. Ich darf Teil 1 behalten. Und das werde ich euch dann aber halt zeigen, wenn es soweit ist. Drückt mal die Daumen, dass beim Rolf tolle Import-Games dabei sind, die nicht bei uns erschienen sind. Dann gibt es am 7. Januar vielleicht die nächste Folge oder die Woche darauf. Ja, genug geredet. Ich wünsche euch allen Zuschauern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon drauf, wieder neue Videos zu machen. Der Kanal wird auf jeden Fall weiterlaufen und ich möchte auf jeden Fall es schaffen, dass er ein Jahr alt wird und auch weiterläuft, wenn ihr mich weiterhin schauen wollt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch bis der ein Jahr alt wird, bis zum April die 50 Abonnenten voll. Schauen wir mal. Mal gucken, was für ein Special ich da mache. Also, wir sehen uns im neuen Jahr. Und sagt doch mal, ob diese Kameraeinstellung so gut ist. Die ist nämlich jetzt neu. Die habe ich jetzt gerade erst rausgekriegt. Ich sitze nämlich jetzt mal auf der anderen Seite von der Vitrine quasi. Und benutze so, deswegen gucke ich auch immer so rüber, die Vitrine als Display, also als Spiegel für das Display. Und so kann ich dann auch einfach mal hier ausmachen, ohne laufen zu müssen, ohne Schnitt. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr und im nächsten Video seht ihr dann meine Top-Spiele 2017. Bis dann.